Wenn das Auto so aussieht in der Früh, dann kommen die dicken Hechte aus ihren Löchern. Wir grüßen euch hier an einem herrlichen See, ganz in der Nähe der Großstadt Frankfurt City. Mit mir am Start ist Mr. Ingo. Ingo, hier am Wasser kannst du es runter machen. Wir sind ja im Freien, ne? Wir sind ja im Freien, genau. Ja, es ist Winter, es ist kalt und wir wollen Hechte fangen. Tagsüber ist unser Plan, jetzt mal aktiv aufs Wasser zu gehen. Wir beide kennen den See hier nicht. Ist ein Stadtsee, wie es viele in Deutschland gibt. Mal gucken, ob die Fische auf unsere Gummiköder stehen. Was wir da genau Geiles dabei haben, zeige ich euch noch im Video. Und abends, wir bleiben über Nacht, wir machen uns eine gemütliche, eiskalte Nacht hier am Wasser, werden wir Deadbaits auslegen. Also es wird auf jeden Fall spannend. Deadbaiting auf Hecht und Wurfangeln auf Hecht. Mal gucken, ob was geht. Jetzt heißt es erstmal rödeln, Lager aufbauen und dann geht's los. Ja, die Karre ist voll. Die meisten vermuten beim Hechtangeln eine Spinnrute oder eine Schwimmerrute und ab ans Wasser. Aber wenn man über Nacht bleibt, sammelt sich schon einiges an Material an. Und ein Boot muss man schließlich auch mitbringen. Denn hier am See sind zwar Boote erlaubt, aber keine verfügbar. Boot schwimmt, E-Motor, Echolot ist drauf. Jetzt bereiten wir mal unsere Aktivruten vor und dann geht's raus. Ne, ich habe was vergessen. Wir bauen erst noch unser Zelt auf, denn wer weiß, wie lange wir draußen sind, nicht, dass es dann dunkel wird. Zelt aufbauen, dann Aktivruten und dann geht's raus. Hechtangeln hat auch ein bisschen was, vor allen Dingen im Winter, mit Gemütlichkeit zu tun. So, machen wir mal die Überraschungskiste auf. Wir haben alles am Start, was man braucht. Ich glaube, ich werde unsere Freak of Nature, die Schleie, hier angeln. Die hat schon gute Erfolge gebracht. Ingo hat die Qual der Wahl. Wir haben alles mit. Guck mal durch, was du, wo du Bock drauf hättest. Geile Köder. Guckt euch das an hier. Ach, der kleine Barsch hier im Fire Tiger Design. Wieder also, mal den. Da haben wir. Ich bin ja so ein Typ hier, der so gerne Naturköder fischt. Ne? Da haben wir einen kleinen und das ist was Auffälliges. Ja, ist cool. Barschoptik. Schleier haben wir auch richtig in Fire Tiger Design. Den mach ich drauf, das ist cool. Ich werde jetzt mal grün angeln, relativ unauffällig. Wir nehmen die Box aber mit aufs Boot. Und da noch. Hier habe ich noch. Fire Tiger, cool. Auch von die Black Hat Chats haben wir mit. Kannst du ja aussuchen. Ich nehme den Fire Tiger. Ah, häng den gleich drauf. Plastik muss nicht aufs Boot. Nö. Verpacken brauchen wir da nicht. Die schaffen wir gleich in die Restmülltonne. Ich bin wirklich gespannt, was uns hier mitten in der City erwartet. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Wir sind an einem komplett für uns unbekannten Gewässer unterwegs. Deswegen ist, glaube ich, der Plan gar nicht mal so schlecht, dass wir erstmal jetzt aktiv rausgehen, ein bisschen werfen, ein bisschen schleppen und dann vielleicht so schon Plätze finden, wo wir Aktion haben, wo später die Deadbaits auf jeden Fall super liegen. Auf jeden Fall jetzt beim aktiven Angeln, beim Schleppen über den See schön das Echolot im Auge behalten. Da finden wir schon coole Kanten, wo später die Köder hinkommen. Fahr nicht so schnell. Ich probiere so erstmal 2,5 km/h zu fahren. Lass jetzt hier die Schleie hinten erstmal rauslaufen unter Druck. Circa 20 Meter hinterm Boot erstmal. Und schon geht's ab. Auf der einen Seite ist der See komplett verwildert, auf der anderen Seite seht ihr überall diese Hütten da im Hintergrund. Mal gespannt, ob wir hier einen Winterhecht bekommen. Wir werden jetzt noch mal eine Runde um den See schleppen. Also die großen Gummiköder
hinterher ziehen und dann werden wir mal werfen. Wir haben hier so viele tolle, interessante Unterstände, viel reingebrochenes Totholz. Und da ist natürlich schwierig, vor allen Dingen, wenn man das Gewässer nicht kennt, die exakte Schleppspur da zu finden, ohne den großen Köder irgendwo im Holz zu vernageln. Da ist man dann besser dran, wenn man von außen an die Hindernisse ranwirft. Wir fahren eine Geschwindigkeit von ca. 2,7 bis 3 km/h. Das testen wir ein bisschen aus. Ich kann das mit dem E-Motor ganz gut einstellen. Jetzt kommt hier wieder ein tieferer Uferabschnitt mit reichlich Bäumen am Wasser. Da probieren wir mal an den Astkronen vorne direkt vorbeizufahren. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr das erste Mal an einem neuen Gewässer unterwegs seid, arbeitet ruhig auch mit eurem Kartenplotter, sofern euer Echolot einen hat, damit ihr die Strecken aufzeichnen könnt, wo ihr langfahrt. Aber wenn wir jetzt irgendwo einen Biss bekommen sollten in der Aktion, können wir uns einen Punkt setzen, sehen genau die Strecken, die unser Boot hier über den See gefahren hat und finden dann relativ schnell die Hotspots. Die großen XXL-Gummis, unsere Freak of Natures, haben wir jetzt mal abmontiert. Die Sonne kommt jetzt raus, wir probieren jetzt ein bisschen aktiv zu werfen. Da kommen wir direkt an die Hecken ran. Ich habe jetzt mal unseren Catchhead hier montiert, der Fire Tiger Optik. Oben drüber den Quantum Stinger, die Claw Hooks, das ist eine ganz coole Sache. Ein Drilling, unten dran mit den zwei Drähten, steckt da einfach oben in euren Gummi rein. Der doppelten Ausführung. Vorne habe ich unseren Schraubkopf drauf aus der Black Hat Range. Und mal schauen, ob sie darauf mehr Bock haben. Es gibt Beißfenster beim Hechtangeln definitiv im Sommer, aber jetzt im Winter sind sie wahrscheinlich noch kürzer. Aber das schaut doch gut aus, das Setup. So, jetzt werfen wir mal direkt an die Bäume hier ran. Erste Fisch jetzt beim Werfen. Petri! Petri, hier ist er der Erste. Da ist er der Erste. Auf den Catchhead in der Farbe Fire Tiger. Ja, jetzt kommt die Wintersonne hier ein bisschen raus und vielleicht haben wir jetzt ein Beißfenster. Cool.
Sonne the kommt next raus. One. The next one. Die Sonne kommt raus und die Fische werden aktiv. Ja, da ist ja mein Freund, Esox. Auf einen Wobbler. Auf einen Wobbler. Einen schönen Quantum-Wobbler. Ich versuche, dass der Kescher nicht abhaut. Der Kescher haut nicht ab. Top! Petri! Chimpu! Peng! Ja. Der zweite Fisch jetzt beim Werfen. Ingo hat auf den Wobbler umgestellt. Ein bisschen flacher geangelt, vielleicht gar nicht so. Die blödste Idee gewesen, jetzt hier in der Sonne, die das Wasser oben kitzelt. Und jetzt kommt es langsam hier in Fahrt. Ne? Geil! Bin echt gespannt. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit zum Spinnfischen, dann kommen die Deadbaits zum Einsatz. Bin echt gespannt, ob es da auch knallt. Aber das aktive Angeln jetzt im Winter bringt schon mal Fisch. Ich zeige euch mal die Röhre. Schöner Winterfisch, Petrikeule. Zweimal hat er angesetzt, dann hat es geklappt. Da ist die Sonne jetzt. Die Sonne kommt, dann haben die Bock, die Jungs. Ja, so ist das beim Esox-Angeln, ne? Einmal hingegriffen, dann hat's gepasst. An die falsche Stelle gelangt, aber der Fisch muss ins Boot. Zwei Fische haben wir. Wir werfen jetzt noch ein bisschen weiter. Und dann bin ich mal gespannt, ob sie hier auch auf Deadbaits stehen. Der ist richtig. Oh, ja. Ingo hat er gut erwischt, das Ding. Tut wie ein Schwein. Der hat hier richtig reingesammelt. Wenn ich das aufziehe, ist das bestimmt 0,5 cm tief. Siehst du Knochen durch? Ja, das macht mir nichts. Aber Ingo, du bist ja bei der Feuerwehr. Ich werde das jetzt gleich fachmännisch verbinden. Ja, Kiemengriff und dann hat sich einmal geschüttelt, ne? Und dann rutscht man mit dem Daumen rein, wie der so ist. Aber das macht halt Hechtangeln aus. Es ist spät geworden, wir machen jetzt die letzten Würfe hier vorne vor dem toten Baum hier im See. Also ihr seht, man kann auch mit Waller-Gummis, unserem Catchet, Hechte fangen. Ist ja auch ein geiler Hechtköder. Ein Hecht kam auf den Gummi, einer auf den Wobbler. Jetzt wo die Sonne draußen war, ich mache jetzt noch zwei Abschlusswürfe. Und dann wird es Zeit, dass unsere Deadbaits hier ins Wasser kommen. Sonne geht jetzt weg, es wird jetzt wieder richtig kalt, also man merkt es schon richtig in den Pfoten. Wir werden Salzwasserfische angeln und fette Rotaugen. Alarmgrund, testen wir aus. Wir haben eine Nacht, wie gesagt. Nur der Versuch macht klug. Schauen wir mal, morgen früh sehen wir weiter. Oder vielleicht sehen wir uns schon heute Nacht, wenn der Pendelbissanzeiger den Hechtbiss andeutet. Baits haben wir eine gute Mixtur am Start. Makrelen müssen wir testen. In Holland oder in Meeresnähe laufen die mega. Die haben einen richtig guten Geruch. Ich habe diesmal auch nicht so groß organisiert. Die können wir am Stück draufhängen. Und schöne, saftige Rotaugen. Wo ihr die Köderfische zum Hechtangeln bekommt, findet ihr in der Videobeschreibung. Ich blende euch aber hier nochmal einen Link ein. Unsere Montage ist ganz einfach gehalten. Ja. Das kennt ihr ja vom Deadbait-Angeln von meinen anderen Videos. Als erstes wird der Ledgerboom montiert. Ihr zieht den euch einfach hier am Ring auf eure
Pappschnur auf. Der gewährleistet auf jeden Fall, dass der Hecht nach der Aufnahme des Köders ohne Widerstand ablaufen kann. Jetzt kommt eine Gummiperle zum Einsatz. Und beim Hechtangeln vertraue ich absolut auf diese Fertigvorfächer von Mr. Pike. Die habe ich schon 100 Mal eingesetzt. Ja, hat immer perfekt funktioniert, wenn ein Fisch drauf gebissen hat. Hier habe ich das Universal Leader 4x4, zwei Drillinge hintereinander geschaltet. Als erstes wird jetzt der Wirbel auf eure Hauptschnur geknotet. Wir nutzen hier eine 40er Mono. Die hat auf jeden Fall genug Widerstand, wenn er am Grund, wir präsentieren ja die Köder direkt am Grund, auf Muschelfelder oder irgendwelche Unterwasserhindernisse trifft. Über dem Karpfenangeln eine gescheite Mono hält. Geflochten Schnüre rate ich euch ab beim Deadbeat-Angeln im Winter, weil die halt eingefrieren können. So, jetzt wird unser Vorfach draufgehangen. Das könnt ihr direkt aus der Verpackung rausnehmen. Geht rucki zucki. Und ihr müsst zu Hause nichts rumwurschteln. Ich bin eigentlich auch jemand, der seine Vorfächer gerne selber baut. Aber diese Mr. Pike Vorfächer hier, die Fertigvorfächer, haben mich noch nie im Stich gelassen. Sind perfekt konzipiert und abgemessen auf die Baits, die wir verwenden. Wird jetzt einfach vorne am Wirbel eingehangen. In den Ledgerboom kommt jetzt das Blei. Die erste Rute legen wir relativ ufernah. Da braucht man auch kein Riesenblei, also kein schweres Gewicht. Rucki zucki ist eure Grundmontage zum Deadbaiten fertig gebaut. Jetzt kommt hier noch ein saftiges Rotauge drauf auf die erste Rute. Dann können wir sie schon auslegen. Der vordere Drilling kommt direkt vorne hinter den Kopfbereich und der hintere Drilling hinten in den Schwanzbereich. Achtet darauf, dass ihr schön Druck habt aufs Vorfach. Und so sind beide Anbissstellen, die meisten Hechte nehmen den Köder von vorne, perfekt mit einem Haken ausgestattet. Unsere erste Montage ist einsatzbereit. Die werden wir auch gleich hier ufernah unter diese Weide hier legen. So einen ganzen Tag Hechtangeln macht natürlich auch ultra hungrig. Heute Abend werden wir noch schön einen Grill anschmeißen, aber bis dahin hilft mir auf jeden Fall Byfood weiter. Probiert's mal aus. Einen Link dazu findet ihr in meiner Videobeschreibung. Mega lecker und macht tierisch satt. Hier fällt jetzt schön die Kante ab auf knapp 4 Meter und in diesen Kantenaufstieg werden wir unseren ersten Deadbait, unsere erste Montage reinlegen. Hier den Köder direkt in die Kante reinzusetzen. Das Vorfach schön gestreckt am Grund liegt.
Die Rolle ist komplett offen. Wenn der Hecht jetzt beißt, hebt er den Mr. Pike Dropback bis an Zeiger an. Dann klingt er vorne aus der Schnur aus. Hecht zieht über die offene Rollenspule Schnur ab und der Bissanzeiger pfeift. Nächste Rute kommt raus. Die zweite Rute kommt jetzt eine komplette Makrele drauf. Das probieren wir aus. Auch hier schön direkt am Kopf den ersten Haken setzen und den zweiten Haken hinten im Schwanzbereich. Haben wir jetzt auf jeden Fall ein saftiges Rotauge hier am Baum liegen. Die Makrele kommt jetzt auf die Uferkante auf der anderen Seite und so können wir schön staffeln. Die anderen zwei Ruten, die uns übrig bleiben, werden wir jetzt noch hier ein bisschen oberhalb des Ufers ablegen und eine unterhalb an der Kante. Und dann sind wir mal gespannt, ob die Hechte drauf stehen hier. Wir sind jetzt auf der anderen Seeseite angelangt, genau zwischen die beiden Bäume, die ihr im Hintergrund seht, werden wir jetzt unsere nächste Deadbed-Montage ablegen. Hier unten in der Kante steht schon Fisch. Ich zeige den euch mal schnell. Hier oben. Ich juckel noch ein bisschen die Kante runter. Muss mal genau drin legen. Und jetzt schnurstracks zum Ufer zurück. Wir hätten nicht so lange aktiv angeln sollen. Jetzt wird es echt schnell dunkel. Aber es hat ja so Spaß gemacht heute Mittag. Und wer weiß, ob sie heute Nacht auf die Deadbaits stehen. Man muss mitnehmen, was kommt. Unsere dritte Rute liegt. Habt ihr gesehen, was da über uns thront? Der Vollmond. Wir sind mal gespannt, ob er hier genauso eine Magie hat wie beim Welsangeln. Beim Welsangeln habe ich mega Vertrauen drin. Schauen wir mal. Da ist doch Fisch. Da ist eine schöne Sichel hier unten. Ja, da im Grund. Noch eine Sichel. Ja, soll ich ab, hier sind gute Fisch. Lass ich ab, ne? Lass die Makrele mal runter. Ja, jetzt rückwärts hüpfen. So, im letzten Licht, Ingo hat auf seine zweite Rute auch eine Makrele ohne Kopf. Jetzt sind wir mal gespannt. Haben wir genau da drauf gelegt, in die abfallende Kante hier am See, wo wir die Fische oder die Fischsicheln gesehen haben. Können auch Zander sein, die da oben drauf stehen oder Weißfische. Aber dort, wo Fisch ist, ist der Hecht meistens nie weit. Schnur läuft. Nimm auf, haut drauf. Hängt er?
jetzt. Da hängt er. Eben ist was gekommen. Der geht rechts weg, Stefan. Meterfisch. Jetzt musst du aber ein bisschen Druck machen hier, Ingo. Ja, das ist ein Meterfisch. Guck, vor dir ist er doch. Läuft mal hin. Jetzt gibt er Gas. Jetzt merke ich ihn. Jetzt gibt er Gas. Aber pass auf, dass er nicht ins Holz reingeht. Ja. Holen gleich hier vorne hoch. Hier ist mein Kescher. Wenig, da kommt was. Da kommt er. Ein schöner Zander. Echt? Boah, ja. Boah, was für ein Knäuel. Hoch. Ziehst du in den Kescher rein? Ja, mach! Zeig mal, hast du? Jetzt hängt er an alle Haken. Alter, nein! Das Ewe war echt ein guter Zander, vom Kescher ausgestiegen. Aber der wird's laufen. Am Kescher verloren. Das gehört dazu, das Angeln. Zum Greifen nahe. Weiter geht's, die fahren wir nochmal rüber. Auf Rotauge war die Rute drüben an der anderen Seite, unter der Weide. Moin, leider ist unsere Matte trocken geblieben heute Nacht. Der Zander war zum Greifen nahe, aber das ist Angeln kurz vom Kescher, ihr habt es ja gesehen. Ist er abgegangen, er hing wahrscheinlich ganz, ganz vorne und mit einem Zusch war er weg und wir hatten das Nachsehen. Eigentlich haben wir ja auf Hecht spekuliert, aber der Zander kam, das seht ihr mal, das war ja auch kein schlechter Zander, das war schon ein stattlicher Fisch, dass die auch ohne Probleme so größere Happen, die wir gestern am Grund abgelegt haben, aufnehmen. Aber wir konnten ihn euch leider hier nicht präsentieren. Im Hellwerden hat nochmal eine Rute ein paar Piepser von sich gegeben, aber war nichts zum Draufhauen. Wir werden jetzt nochmal rausgehen zum aktiven Angeln. Das hat ja gestern ganz gut geklappt. Gestern hat es dann gebissen, wo die Sonne rauskam. Mittlerweile oder aktuell seht ihr ja selbst, es ist alles noch neblig, trist, bewölkt. Wir probieren es nochmal aus. 1-2 Stunden haben wir noch und dann geht es für uns auch wieder nach Hause. Aber jetzt geht es erst nochmal aufs Boot. Vielleicht kriegen wir noch einen. Wir raffen jetzt unser Hechtzeug hier am See zusammen. Leider kam heute in den Morgenstunden keine Aktion mehr. Winterangeln auf Räuber ist mega spannend. Ihr könnt da wirklich wahnsinnige Fische fangen, aber es ist auch nicht immer das einfachste Unterfangen. Es hat trotzdem mega Spaß gemacht. Wir waren jetzt 24 Stunden am Wasser. Das war jetzt nun auch kein riesiges Zeitfenster. Den Zander haben wir verloren nachts beim Deadbaiten. Zwei Hechte mit der Wurfrute gefangen. Auf jeden Fall ein cooler Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, alles Gute für euch. Dicke Fische, euer Stefan. Ciao, ciao.